Wo wir den Mammon sonst immer kritisieren, hier wird letztlich gesagt, ja, wenn eine Abtreibung teuer ist, dann muss sie gut sein. Dann gilt es für die Politik, diese bitte billig zu machen, damit jeder in den Genuss dieser Luxusleistung kommt. Es ist so widerlich, wie viel moralische Verkommenheit in diesem Satz steckt. Aber das ist dem gewöhnlichen FAZ-Leser, der gewöhnlichen FAZ-Leserin, ganz bestimmt im ersten Augenblick nicht klar. She's got COVID-19, she's tucked in all alone, she's tucked in toweling with a sock song. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich habe in einen Podcast des MDR reingehört. Was soll ich dazu sagen? Titel war Krise des Konservatismus. Letzter Ausweg, Radikalisierung. Es war so schlecht, dass ich nach 2 Minuten wieder aufgehört habe. Aber ich kann schlecht sagen, dass nur Unsinn geredet wurde, wenn ich nur die Anmoderation durchgehalten habe. Ich habe also gerade nochmal reingehört. Natürlich ist es Zeitverschwendung, das ist klar. Aber ich meine, die muss ich auf mich nehmen, wenn ich darüber reden möchte. Natürlich wäre es weitaus weniger Zeitverschwendung, Kontrafunk zu hören, zum Beispiel. Von amerikanischem Talkradio ganz zu schweigen. Ich warne vor monokausalen Erklärungen. Geht's gleich los? Erster Satz des Gastes, Natascha Strobel im Podcast. Sagt sie, als sie gefragt wird, warum die einstmals führende konservative Partei Frankreichs nur 5% bekommen hat. Ich warne vor monokausalen Erklärungen. Und, nee, es tut mir leid, ich habe es wirklich versucht. Ja. Der Podcast mit dem MDR, das MDR besteht im Grunde nur aus leeren Worthülsen und den Mundgeräuschen der eher verhalten sprechenden Natascha Strobel, Mundgeräusche und der österreichische Akzent, den ich sonst eigentlich mag. Ich bin also schnell mal auf ihr Twitter-Profil und das zeigt einen Junkie. Über 73.000 Tweets, ich nehme an, sie ist von Anfang an dabei. Aber selbst wenn du von Anfang an dabei bist, wann war das? 2012? Wann startete Twitter? 10 Jahre. Selbst wenn du also seit 10 Jahren dabei bist, dann bedeuten 73.000 Tweets. Jetzt muss ich rechnen. Wenn du am Tag 3-mal twitterst, sagen wir mal, rund, hast du 1.000 Tweets im Jahr. Dann hast du in 10 Jahren 10.000. Das heißt, du musst am Tag durchschnittlich 21 Mal twittern. Sagen wir 20 Mal. 20 Mal musst du twittern, um auf die 73.000 zu bekommen. Man kann sich das intellektuelle oder das, sagen wir, das gedankliche Pulver, was hier verschossen wird, gar nicht vorstellen. Sie twittert also nonstop banale Details aus dem Alltag und sie zeigen eine mehr oder weniger radikalisierte Vogue-Jüngerin. Sie twittert zum Beispiel, wie es sein kann, dass Mädchenhosen und Jungshosen sich schon im Kleinkindalter in der Länge voneinander unterscheiden. Sie twittert, dass sie ihren Jungen ein Outfit, ihrem Buben, wie sie sagen, ein Outfit mit Erdbeeren angezogen hat und zu hören bekam, das sei ein Mädchen-Outfit. Wie furchtbar ist es, Obst zu gendern, fragt sie. Und ich meine, selbst wenn sie selbst keine echte Vogue-Fanatikerin ist, sie bedient eben die Vogue-Blase. Wen es interessiert, der soll sich auf die Inhaltsangabe auf der Website von Surkamp zu ihrem Buch kundig tun. Leere Worthülsen. Eine auf dem Boden kriechenden intellektuellen Nullnummer, wenn man so will. Ja? Schreit danach, dass jemand einfach nicht glücklich in seinem Beruf ist. Das Leben ist verpfuscht, offensichtlich. Ja? Überbordendes Mitgefühl, das die gute Frau
ganz offensichtlich in sich trägt, gepaart mit moralischer Vakuumiertheit, mit säkularem Extremismus und intellektueller Unfähigkeit. Und ich glaube, so geht es vielen Frauen, die aus Versehen in diesem Milieu gelandet sind. 73.000 Tweets. Das ist ein Gift. 136.000 Follower. Zum Teil dann unter bestimmten Tweets auch nur, weiß nicht, 40, 50 Herzchens. Weiß nicht, ob die echt sind, die 160.000 Follower. Aber über 10 Jahre kannst du eine Menge Müll ansammeln, sozusagen. Also die Konservativen radikalisieren sich, hört man aller Orten. Man hört es überall. Und überall bedeutet im linken gehirngewaschenen und gehirnwaschenden Mainstream. Eben überall. Es ist wirklich eine Blase. Man kann ja glauben, was man will. Aber dass der linke Mainstream eine Blase ist, das ist nicht zu leugnen. Und mit Blase meine ich, wirklich Blase. Wir Konservativen, wir wissen, was die Linke denkt. Wir sind von ihr umgeben. Wir lesen sie. Wir schauen sie. Das meine ich mit leeren Worthülsen. Es gibt eine Natascha Strobel und es gibt ja von dieser Sorte mehr, die sich vermeintlich investigativ, journalistisch im fernen, mysteriösen, konservativen, rechten Lager kundig tun und vermeintlich schlaue Insights liefern. In Wahrheit schaffen sie es auch nicht aus ihrer Blase heraus. So ist so ein bisschen mein Eindruck. Sie bedienen die Blase unter dem Label vermeintlicher Kenntnis des anderen, des Fremden. Ja? Die Linke konsumiert keine konservativen Medien. Wenn sie etwas konsumiert, dann eben so wahrscheinlich so ein Buch wie das von Natascha Strobel. Oder so ein Twitter-Account wie der von Natascha Strobel. Sie konsumieren keine konservativen Medien. Es ist ein Witz zum Beispiel, in diesem Zusammenhang an die FAZ zu denken. Ich war die Tage kurz auf ihrer Website. Oberster Artikel war ein Artikel über Abtreibung. Spiel mit dem Leben. Der Titel. Von Andreas Ross. Ob und wann eine Amerikanerin abtreiben darf, wird schon in wenigen Wochen davon abhängen, wo sie lebt und wie viel Geld sie hat. So wie die Politik das Thema nutzt, steht keine Verständigung in Aussicht. Man steht wieder vor so einem moralischen Vakuum. Es ist auch dort das klassische moralische Vakuum einer vermeintlichen Edelfeder, FAZ-Redakteur. Die Anbetung des Mammons, was ist es anderes? Ob und wann eine Amerikanerin abtreiben darf, wird schon in wenigen Wochen davon abhängen, wo sie lebt und wie viel Geld sie hat. Was will dieser Satz uns sagen? Etwas, das an Geld gekoppelt ist, kann nicht schlecht sein. Ja? Etwas, das an Geld gekoppelt sein kann, muss gut sein. Abtreibung muss gut sein, wenn es nur Reiche machen können. Es ist sozusagen der Beweis, wenn es sich dahin ändert, die Gesetzgebung, dass es nur noch Reiche machen können, dann muss die Abtreibung gut sein. Weil es können ja nur die Reichen machen. Also bitte müssen wir das wieder ändern. Sollen bitte auch die Armen ihre Kinder morden? Wo wir den Mammon sonst immer kritisieren, hier wird letztlich gesagt, ja, wenn eine Abtreibung teuer ist, dann muss sie gut sein. Dann gilt es für die Politik, diese Bitte billig zu machen, damit jeder in den Genuss dieser Luxusleistung kommt. Es ist so widerlich, wie viel moralische Verkommenheit in diesem Satz steckt.
aber das ist dem gewöhnlichen FAZ-Leser, der gewöhnlichen FAZ-Leserin, ganz bestimmt im ersten Augenblick nicht klar. Dazu ist er schon zu lange moralisch vakuumiert worden. Noch zu sehr ist er oder sie in dem Glauben gefangen, er oder sie lese ein ausgewogenes, konservatives Blatt. So wie die Politik das Thema nutzt, steht keine Verständigung in Aussicht. Ein Satz, der auch aus zwei Nichtigkeiten besteht. Es geht also gar nicht mal um die Frage, ist die Tötung menschlichen Lebens schlecht? Nein, muss ja sogar so gut sein, weil es schließlich mal wieder die Politik ist, die böse Politik, die dieses Thema ausnutzt. Sie nutzt es aus und steht uns Menschen damit im Weg. Ohne politische Querelen wären wir uns doch alle einig, ja? Ohne die Politik wüssten wir doch alle, dass Abtreibung gut ist. Wir wären uns doch einig. Würde uns nicht die böse Politik gegeneinander ausspielen? Ein Satz wie, so wie die Politik das Thema nutzt, steht keine Verständigung in Aussicht. Ja? Diesen Satz könnte man als gewitzter Journalist mehr oder weniger hinter alles stellen. Hinter alles setzen, ja? Und der Chefredakteur würde es abwinken, der gemeine Leser würde zustimmen. Man kann sich das merken an alle, die vielleicht mal einen Artikel schreiben wollen. So wie die Politik das Thema nutzt, steht keine Verständigung in Aussicht. Wow, der Mann hat recht. Der hat recht. Stimmt. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, solche Sätze sind das Todesurteil für konservativen Journalismus. Für ein einstmals konservatives Blatt. Sie sind ein langsam tötendes Gift. Die Entscheidung scheint gefallen. Amerikas oberstes Gericht will im Juni einen Anführungszeichen, Fehler eingestehen, dass es 1973 aus der Verfassung ein Recht der Frauen ableitete, Schwangerschaften abzubrechen, solange das Baby außerhalb des Mutterleibs noch nicht lebensfähig wäre. Eine landesweit einheitliche Regelung gibt es da nicht mehr. Ob und wann eine Amerikanerin abtreiben darf, wird schon in wenigen Wochen davon abhängen, wo sie lebt und wie viel Geld sie hat. In rund der Hälfte der Bundesstaaten werden Abtreibungsärzte nicht oder kaum mehr tätig sein dürfen. Ein Überbietungswettbewerb unter Republikanern führt dazu, dass vielerorts auch vergewaltigte Mädchen ihr Kind austragen müssen. Wir reden gar nicht mehr von, abgesehen, dass wir natürlich von Vergewaltigung als Normalfall sprechen. In dem Satz dann gleich, nicht vergewaltigte Frauen, nein, dann vergewaltigte Mädchen ihr Kind austragen müssen. Selbst Ausnahmen für Mütter, deren Überleben gefährdet ist, fechten Kulturkämpfer im Namen des Lebensschutzes an. Punkt, Punkt, Punkt. Es beginnt dann die Bezahlschranke. Eine Zeitung wie die FAZ darf man wirklich nicht montieren. Ich habe die Zeit abonniert, ja. Aber da weißt du, woran du bist. Die Abtreibung in den USA ist ja mehr oder weniger ein Genozid an schwarzen Babys. Sie stellen, obwohl Schwarze eine Minderheit sind, das Fünffache der Abtreibung da verglichen mit der Abtreibung weißer Frauen. Redet da jemand von? Warum hassen sie so sehr ungeborenes menschliches Leben? Wie ist das zu erklären? Und ich muss denken, zum Beispiel an die Flüchtlingskrise 2015. Die Linke glaubt, dass kulturfremde, vielmehr unsere kulturverachtende, ungebildete Menschen ins Land zu lassen, eine Art Wirtschaftswunder bringt. Dass Frauen im reichsten Land der Welt Kinder abtreiben, gilt als Garant für diese Leute, für wirtschaftlichen Aufstieg. Du bist arm, das ist schlecht. Du bist zu arm, um dein Baby töten zu lassen? Das darf nicht sein. Denn wie willst du je reich werden? Eigentlich will man sich mit dieser Logik gar nicht weiter befassen. Sie ist sehr, sehr dunkel. Warum? Warum ist das so? Was für ein Hass muss in einem Redakteur, ja, wie heißt der hier? Andreas Ross, der FAZ-Redakteur,
die Edelfeder. Wie sehr, was für ein Hass muss in ihm herrschen? Auf die Familie, auf das Individuum? Welche Angst vor Verantwortung, die kranke Überzeugung, als armer Mensch sich für ein Kind aufzuopfern, sei mehr oder weniger das Menschenunwürdigste, was es gibt. Wohlgemerkt in den USA, in der Weltmacht. Die Linke hasst, und die FAZ-Redakteure offensichtlich auch, sie hassen Arme nicht nur grundsätzlich, sie hassen sie absolut. In Afrika soll jede Mutter am besten jedes Kind abtreiben. Warum? Weil sie so arm sind. In den USA soll jede Schwarze am besten jedes Kind abtreiben, weil sie so arm sind. Zwar sagen wir, sie ist 10, also die Amerikanerin, sagen wir, sie ist 10 oder 20 Mal reicher als der Mensch in Afrika. Aber die Linke hasst die Armen absolut. Du bist arm im Verhältnis zu deinen Mitmenschen, das reicht, dass dein ungeborenes Kind sterben soll. Egal, dass du genug zu essen hast, dass dein Kind in die Schule gehen wird. Egal, dass du zu den Top 10 Reichsten der Weltbevölkerung gehörst. Du bist arm. Im Auge des hassenden Mitmenschen, ja, bist du arm. Nicht im Verhältnis eines globalen Wertverständnisses. Du bist arm im Verhältnis deiner Fellow Staatsbürger, dann treib ab. Mutter Teresa hat mir gesagt, es gibt nur eine Form von armen Ländern. Und das sind jene, wo viel abgetrieben wird. Also ich habe den vorhin doch nochmal in Kontrafunk reingehört. Wir sind als Gegengift. Ich habe vor zwei Wochen oder vielleicht nicht mal erwähnt, dass man noch Aktionär werden konnte bei Kontrafunk. Jetzt suchen sie Mitarbeiter, verkündet Burkhard Müller-Ulrich in der 13. Folge. Man suche vor allem Tontechniker, die ihn auch in Heimarbeit arbeiten können, die Podcasts bearbeiten. Ich denke, das könnte wirklich spannend sein. Es ist, denke ich, eine Empfehlung wert, den Tipp weiterzugeben. So ein bisschen Schleichwerbung auf der eigenen Facebook-Seite für Kontrafunk. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kenne keinen einzigen Tontechniker. Die aktuelle Folge ist von dem Hersteller Edler Schnäpse gesponsert. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass der, ich glaube, es war auch ein Getränkehersteller. War es ein Getränkehersteller? Der hatte anonym die Folge gesponsert. Der wollte seinen Namen gar nicht genannt wissen. Jetzt dieser Hersteller Edler Schnäpse, Obstbrand Kepler, will seinen Namen genannt wissen. Finde ich gut. Gelegen zwischen Stuttgart und Würzburg. Also ein Talk Radio aus der Schweiz, das im Internetzeitalter auch in Deutschland ungehindert gehört werden kann, ist ja schon was Schönes. Ja? Gesponsert jetzt von einem deutschen Schnapsbrenner, der Schnaps auch aus alten Sorten macht. Und zum Beispiel auch aus Walnuss Arabica. Wenn das nicht positiv für die Zukunft einen stimmt, was dann? Das Talkradio aus der Schweiz, gesponsert von deutschem Schnaps. Ich wünsche allen eine tolle Woche. Bis übermorgen am Donnerstag. Tschüss. She's got COVID-19. She's tucked in all alone. She is tucked in toweling with her socks on. She's got COVID-19. She's tucked in all alone. She is tucked in toweling with her socks on.